Also, nach der Verletzung fühle ich mich richtig gut eigentlich. Diese Verletzung war echt ein Pech für mich, aber das war wie eine Herausforderung in meinem Leben. Habe ich das natürlich gut und gerne angenommen. Und nach dieser schwierigen Zeit, fühle ich mich einfach richtig gut. Ich habe sehr gut trainiert, über 7 Monate. Ich war richtig fit einfach, um die Saison einfach fortsetzen. Aber ja, da kam einfach Corona und das war auch das zweite Pech. Aber naja, man konnte nicht für. Aber trotzdem, jetzt bin ich ganz fit und sehr heiß auf die neue Saison. Also ich glaube, wir haben letzte Saison viel gelernt aus dieser Saison und mit wie vielen Erfahrungen gehen wir einfach in die neue Saison. Ich glaube, unser Ziel wird, dass wir die Klasse halten können und dass wir auf jeden Fall für uns ganz wichtig. Und dass die andere Mannschaften uns respektieren. Ich glaube, die Homberger sind eine sehr gute Mannschaft. Und wir können einfach eine sehr gute Saison einfach anfangen und auch beenden. Und meine Ziele wäre, dass ich auch mit Homberg erfolgreicher, ne, und auch mit dieser Mannschaft bessere Ergebnisse als letzte Saison gekommen und auch Torziel und auch vielleicht ein paar Assists. Ich habe immer als Sechser gespielt. Ich habe über 15 Jahre als Sechser gespielt. In Strahlen war ich auch zusätzlicher Stürmer und auch habe ich auch als Zehner gespielt. In letzter Saison habe ich auch 2 Spiele als Stürmer und Innenverteidiger gespielt, aber dann habe ich als auf 6 gespielt und ich gehe davon aus, dass ich auch nächste Saison als Sechser spiele. Also auf jeden Fall werde ich einfach sehr freuen, wenn ich gegen Rot-Weiß Essen und Rot-Weiß Oberhausen spiele. Die beiden Mannschaften haben so viele Zuschauer und ein sehr gutes Stadion und ich glaube, jeder Fußballer freut sich einfach auf dieses Spiel. Das ist wirklich schwer zu sagen, aber meine Favorit wird das Rot-Weiß Essen.